Let's go! Oh my God! Anfang des Jahres ging es für uns eine Woche Skifahren nach Frankreich. Doch es war kein normaler Skiurlaub. Es war der erste Team Soulful Journey. Abenteuer- und Kreationsurlaub. Welches Team? Soulful Journey! Welches Team? Soulful Journey! Welches Team? Soulful Journey! Wo wir gemeinsam ganz viel Spaß hatten, über neue Projekte gebrainstormt haben, eine Masterclass gerockt haben und als ein Team noch enger zusammengewachsen sind. Als wir angekommen sind in Frankreich, war alles überall noch grün und es war nirgendwo Schnee, außer vielleicht auf den Bergspitzen. Doch bereits in den ersten zwei Nächten wurden wir begrüßt mit einem halben Meter Neuschnee. Und direkt am dritten Tag, nachdem es so krass geschneit hatte, hatten wir einen klaren blauen Himmel und puren Sonnenschein. Und es war absolut herrlich. Es hat die ganze Nacht geschneit. 30 cm Neuschnee und heute strahlender blauer Himmel. Es ist einfach ein Traum. Wunderschön. Ja, richtig schön. Das ist mein Style. Wow. Guck mal, wie weiß das ist. Das ist ein Träumchen heute. Wow! Team Soulful Journey ist auch am Start. Und wir sind tatsächlich absolut gesegnet und gebenedeit mit dem Wetter. Wir sind angekommen, alles war grün. Und dann hat es zwei Tage geschneit, strahlender Sonnenschein. Jetzt hat es wieder geschneit, strahlender Sonnenschein. Es ist alles weiß. Und es macht einfach gerade so viel Spaß. Unser Teamurlaub quasi besteht quasi darin, dass wir ein paar Stunden am Tag Skifahren, 2 bis 3 Stunden. Und dann kreieren wir etwas, setzen uns zusammen, gehen nochmal die Vision von Soulful Journey durch. Und heute veranstalten wir sogar einen Workshop hier live aus Frankreich. Wie fühlt ihr euch? Brave and confident! Brave and confident! Brave and confident! Woo! Welches Team? Soulful Journey! Welches Team? Soulful Journey! Welches Team? Soulful Journey! Mir ist Natürlichkeit sehr wichtig. Dass Erfolg auch ohne, ich muss mich erstmal voll stylen, funktionieren kann. Sondern wir machen einfach das, was uns liegt, woran wir Spaß haben. In Jogginghose oder Shorts, jeder Temperatur. Und genießen einfach die Zeit und denken uns, geil, aus. Das Ding ist, wenn deine Intuition scheiße ist, kannst du damit halt kein Business aufbauen. Aber wenn du halt wirklich in Verbindung mit dir bist, mit deinem Spirit, auch mit deinem Körper, dann läuft das. Dann ist das geil. Und das möchte ich gerne auch noch mehr rüberbringen, weil, also so ganz ursprünglich, oder du bist da ja auch gerade drin in dieser funktionellen Welt letzten Endes, wo alles so nach Zahlen, Daten, Fakten, Uhrzeiten funktioniert. Und da komme ich ja auch her, weißt du wie? Und dass das möglich ist, dass egal wo du herkommst, du zu jeder Zeit deinem Leben eine komplett neue Richtung geben kannst. Dass Menschen etwas buchen oder allgemein mit uns in Kontakt kommen und sie quasi so von irgendetwas überrascht
sind und werden, dass die so krass begeistert davon sind, dass es im Kurs auf einmal, weiß ich nicht, irgendein Bonusmaterial gibt, womit sie halt nie gerechnet haben. Oder eine Überraschungsbox von, mit einem doTERRA-Öl, worüber sie sich mega freuen. Oder also so eine Kleinigkeiten, dass die Menschen immer mehr bekommen, als sie erwarten. Das finde ich absolut großartig, bin ich voll bei dir. Jedes Mal, wenn wir einen Workshop veranstalten, kreieren wir verschiedene Dinge im Hintergrund, die die meisten auf den ersten Blick gar nicht sehen, die aber essentiell dafür sind, dass die Reise unserer Soulmates so einfach und schön wie möglich ist. Und dazu gehören verschiedene Dinge, wie zum Beispiel vorbereitende E-Mails mit allen wichtigen Infos zum Workshop, automatisierte Systeme, sodass bei der Buchung automatisch Zugänge für einen externen Mitgliederbereich freigeschaltet werden, die Vorbereitung eines Folgeprogramms, noch einmal Stories drehen für Social Media und. Es gibt unglaublich viel, was man noch alles tun könnte. Doch am Ende des Tages ist für uns eine Sache wirklich entscheidend. Unsere Energie und die Intention, mit der wir wirklich in den Workshop gehen. Denn genau das ist ein Riesenfaktor für die Tiefe an Transformation und Erkenntnissen unserer Teilnehmer. Und deswegen nehmen wir uns vor jeder Live-Session nochmal die Zeit, um voll und ganz in unsere Energie zu kommen. Und jedes Mal braucht es etwas anderes. Manchmal hilft Breathwork, Meditation, ein Workout, ein Saunagang, oder auch einfach ein Spaziergang in der Natur. Oder einfach wild tanzen. Ganz egal, was es ist. We do whatever it takes, um präsent zu sein. Auch verwundbar zu sein. Und dienen zu können. Einen wunderschönen guten Abend. And happy welcome here to Brave and Confident. Dir dann auch bewusst zu machen, wenn du all das erschaffen hast, dann kannst du doch noch so viel mehr, oder? Dein Körper, der will dich unterstützen. Ja. Der will dich unterstützen. Und dein Körper ist so unfassbar leistungsfähig, das ist der Wahnsinn. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Natürlich brauchst du Schlaf, natürlich braucht dein Körper auch mal Ruhe. Ach, glaub mir, dein Körper ist so viel mehr leistungsfähiger, als du vielleicht manchmal denkst. Und immer, wenn solche Symptome auch wie Schläfrigkeit hochkommen, während des Tages, auch wenn es dafür eigentlich keinen Grund gibt, wenn du davor keinen Marathon gelaufen bist, dann ist das meistens ein Muster, um dich davor zu schützen, mutig zu sein, und deine Seele zum Aufblühen zu bringen. Und wir laden dich wirklich dazu ein, das in den kommenden Tagen mal zu beobachten. Dich mal selber zu challengen. Dir mal wieder selber vorzunehmen, okay, die nächsten 7 Tage gehe ich mal all in für mein Business. Ich gehe mal all in raus für meine Soulmates. Teile meine Programme. Teile das, was ich anzubieten habe. Teile den wertvollen Content, den ich habe. Und dann beobachte mal, jedes Mal, wenn du dir vornimmst, wieder rauszugehen, eine Story zu drehen, etwas zu verkaufen, was dein Körper dann macht. Und wenn er dann schläfrig wird oder dich dann irgendwo anders hinlocken will, nimm das wahr und nimm den Moment, atme tief durch und dann do it. Tu das, was getan werden muss. Soulful Journey, seid ihr bereit? Mittlerweile seit über 15 Jahren oder so nicht mehr Skifahren.
Und habe insgesamt relativ wenig Erfahrungen, deswegen fahren wir die ganze Zeit so super smooth, blaue Pisten. Außer Marius, der crasht manchmal voll weg, weil der richtig, richtig gut fährt. Und die ersten Tage, also gerade der erste Tag, ich bin permanent nur auf die Fresse geflogen und es war super frustrierend. Und mittlerweile ist einfach Learning by Doing, immer dran zu bleiben, macht so den Unterschied. Und mittlerweile macht es wieder voll Spaß, ich bin wieder drin. Und ich möchte dir halt einfach sagen, wenn du manchmal eine Herausforderung hast, wenn du manchmal das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du wirst frustriert, weil du permanent dir Steine in den Weg gelegt werden, du hinfällst, dann steh wieder auf, es lohnt sich. Noch ab. Juhu! Jetzt zwei Leben! Weiter geht's! Weiter geht's! Das macht eine Quickie-Runde! Du bist zerstört! Natalie wird eingeschneit! Hey! Hey! Nach unserem Teamurlaub ging es für uns erstmal wieder zurück nach Deutschland, weil wir hier noch fokussierter an verschiedenen Projekten arbeiten konnten. Wir haben Live-Sessions gemacht, Content kreiert, hatten wichtige Meetings und vor allem haben wir alle möglichen Vorbereitungen und Hintergrundaufgaben erledigt für Holistic Content Mastery, einem der intensivsten Programme, die wir anbieten, wo es um das Thema Content Creation und wie du über deinen Content viel mehr Soulmates anziehst. Wir haben ganz viele Dinge in unserem Business umgestellt und haben es jetzt im Januar und Februar geschafft, diese Umstellung endlich auch abzuschließen, sodass unsere Reise weitergehen kann. Damit einher ging ein intensiver Prozess des Loslassens, auch der inneren Heilung, des immer wieder neu Ausrichtens, des Hinfallens, auch manchmal verzweifelt sein, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und vielleicht hattest du in den letzten Monaten auch herausfordernde Momente, Momente, in denen du vielleicht mal nicht weiter wusstest, wo du gezweifelt hast und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hast, möchte ich dir einfach sagen, du bist damit nicht alleine. Auch wir zweifeln mal, auch wir haben manchmal Momente, wo wir denken, ist das überhaupt wertvoll genug, was wir machen? Sind wir überhaupt gut genug darin? Und es ist ein Stück weit auch normal und gehört zu diesem Prozess dazu. Doch wichtig ist, wie gehst du mit solchen Momenten um? Lässt du dich von denen einschüchtern und unterkriegen? Oder sagst du dir vielleicht innerlich, okay, ich schaue mir das, was da gerade hochkommt, an. Ich arbeite damit. Ich mache vielleicht Breathwork oder einen Prozess oder gehe spazieren oder Journal oder vielleicht magst du mehr mit ätherischen Ölen arbeiten, um deinen Körper zu unterstützen? Doch wir wollen dich von ganzem Herzen einladen, dich nicht unterkriegen zu lassen, sondern weiterzugehen, deinen Weg immer treu zu bleiben, deinem Herzen zu folgen und daran zu glauben, dass nach jeder Ebbe immer eine Flut kommt, dass alles kommt, aber auch alles wieder geht. Dass alles zum Leben dazugehört und auch dazugehören darf, dass es am Ende gar nicht so sehr darum geht, etwas zu beenden, etwas zum Abschluss zu bekommen, irgendwo anzukommen, sondern dass es darum geht, deine Reise zu beginnen und jeden Tag einen Schritt weiter zu gehen und noch einen Schritt in deinem Tempo. And always remember, enjoy your soulful journey. Da, da.
Salbei. Das ist ja Wahnsinn. Ich merke jedes Mal so immediately, wie das, oh, wie alles so abfließt und irgendwie verbunden fühle, so ganz viel so Klarheit reinkommt. Es ist, oh, ich bin so froh, dass wir das geholt haben. Neues Lieblingsöl. Okay. Wir haben jetzt, das Öl hat mich heute beim fünften und letzten Tag der Sold Out Content Challenge die ganze Zeit begleitet, weil es an dem letzten Tag auch einfach so wichtig ist, eine ruhige und klare und verbundene Energie zu kreieren. Und ich liebe es da auch einfach, mit Ölen zu arbeiten, um die innere Energie wiederum genau dahin zu bringen, in die Qualität, dass die größtmögliche Verbindung zu den Soulmates entstehen kann. Es wird zu diesem ganzen Öle-Thema auch den nächsten Workshop geben, auf den ich mich schon ganz sehr freue. Aber jetzt ist erstmal das alte, oh mein Gott, die Sold-Out-Content-Challenge ist vorbei. Es waren 5 extrem geile Trainings. Und bei mir ist es tatsächlich immer so, dass wenn ein Training vorbei ist, entstehen schon die nächsten 10 Ideen für die nächsten Sachen. Deswegen habe ich gerade über die Öle geredet. genau. Es ist so crazy. Jedes Mal, wenn so ein Workshop endet, bin ich auf der einen Seite so voll excited, auch über die Menschen, die dann Bock haben, auf den Deep Dive, also nochmal auch weiter zu gehen auf dieser Reise. Gleichzeitig bin ich total beseelt, dass ich so vielen Menschen auch mit meiner Geschichte, mit meiner Erfahrung in Bezug auf Content Creation, in Bezug auch auf Business und wie du mehr Verbindung zu deinen Soulmates entstehen lässt, aufbaust, dass ich hier Menschen einfach helfen kann, weil ich mir jedes Mal vorstelle, wie das wie so eine Welle, wie so ein Ripple-Effekt bei so einem See, wenn du einen Stein reinwirfst, einfach immer größer und größer wird. Weil diese Menschen dadurch ja auch mehr Verbindung in ihren Beziehungen auf einmal haben, zu ihren Kindern, zu anderen Menschen, auf einmal sich selber mehr spüren und wahrnehmen und dadurch so eine Welle von auch Liebe, von Heilung und Bewusstsein passiert. Und das ist etwas, was mich jedes Mal mit so viel Dankbarkeit und Demut erfüllt, dass ich es kaum beschreiben kann. Und gleichzeitig gibt es aber auch diesen Anteil in mir, der dann immer so ein bisschen traurig ist und so, die Tage sind vorbei und was jetzt? So ein Stück weit. Vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn du selber mal einen Workshop gemacht hast. Diese verschiedenen Anteile, die dann auch in einem wühlen. Also auch in mir gibt es diese Anteile und das ist total normal. Es ist total normal, dass du auch nach einem Workshop nicht mega high vibe bist, sondern vielleicht so, puh, okay, krass, was jetzt? Und je nachdem, wie eben auch ein Workshop lief, also wie gut oder eben nicht gut ein Workshop lief, kann es sein, dass du dich vielleicht nach einem Workshop auch richtig fertig machst. Und ich kenne diese Momente auch richtig gut. Also nach so einem Live-Training, wo ich so das Gefühl habe, okay, ich habe es verkackt und sowas gibt es auch. Also jetzt im Moment denke ich mir so, war schon ziemlich nice. Aber es gibt auch diesen Anteil, diesen Kritiker in mir, der so denkt, okay, was hättest du besser machen können? Hast du wirklich die Verbindung aufgebaut? Hast du genügend Mehrwert rausgegeben? An dieser einen kleinen Stelle hättest du vielleicht noch das und das und das anders sagen können, anders formulieren können. Und hier ist es wichtig, immer wieder so einen Stopp reinzuhauen. So einen Stopp reinzuhauen und dich darauf zu besinnen, was alles gut lief. Dich darauf zu besinnen, dass du zu jeder Zeit immer dein Bestes gegeben hast und dein Bestes gut genug ist. Auf dem Level, wo du bist, hast du alles gegeben und hast dadurch vielleicht auch genau die richtigen Worte gefunden, die dein Soulmate in dieser Sekunde braucht zu hören oder brauchte zu hören von dir, aus deinem Mund, mit deiner Erfahrung, deiner Expertise. Und Marius hält die Kamera immer noch auf mich. Okay, Schluss jetzt.
wirst manchmal, wenn die Kamera länger aufgeht, wirst du zu einem richtigen Showgirl. Ja, ich, also so ein bisschen Showgirl ist in mir, muss ich wirklich sagen. Ja. Heißt, ich bin auch als Kind schon immer so auf die Bühne gerannt. Und, also, ja. Aber es irritiert mich auch ganz oft, wenn Marius dann so ewig lange die Kamera auf mich gerichtet hält, so frei nach dem Motto, komm jetzt noch was Geiles. Macht sie jetzt noch irgendwas? Weißt du, kannst du mal bitte aufhören? Kannst du mal bitte die Kamera wegtun? Du musst wissen, ich mach das tatsächlich manchmal einfach, um zu testen, wie Natalie reagiert. Und einfach um zu testen, ob sie gerade unsicher reagiert, ob sie vielleicht eine Maske dann aufsetzen will, ob sie ganz natürlich bleibt. Das ist immer unterschiedlich, deswegen, ich würde das immer so ein bisschen antesten. Ja, Marius ist mein größter Lehrer. Marius ist mein größter Lehrmeister, wenn es um confident vor der Kamera geht. Oder authentisch vor der Kamera sein. Okay. Das ist immer wieder Challenge, ne? Er sieht so süß und lieb aus. Er ist ein Dämon in Person. Ja, ich bin der Dämon in Person. Das ist mein Kampfanzug gerade, den ich anhab. Ja. Und ja. Ja, ihr denkt immer, er ist der liebe Nette von uns beiden. Ihr denkt immer so, ne, Marius, dann macht er so Breathwork und er ist immer so voll freundlich und Natalie haut die ganze Zeit die ganzen Klatschen raus. Hinter den Kulissen. Ich bin der Drill Instructor. Drill Instructor. Sagt Natalie immer, was sie zu tun hat und wenn sie es nicht sofort macht, dann gibt's einen Klaps auf den Po. Ihr solltet mal sehen, wie er mich anguckt, wenn ich ein Stück Schokolade essen möchte. Dann kommt immer so ein, bist du dir sicher? Bist du dir sicher, Natalie? Natalie, hast du heute schon Sport gemacht? Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Das mache ich manchmal. Ich übe mich darin, meine Kontrolle loszulassen. Und ich glaube, den Anspruch, der sich dadurch manchmal zeigt, ist eigentlich mein eigener innerer Kritiker und Anspruch, dass ich es auch immer perfekt mache. Und das war heute Morgen nämlich auch so. Ich hab's mitbekommen. Heute Morgen ist das so krass, ne? Ich sehe so, Natalie wacht auf und geht ans Handy. Und nicht, also, du weißt gar nicht, ich weiß nicht, was Natalie gemacht hat, aber in meinem Bild so, ich stehe auf, ich gehe raus in die Natur, atme ein bisschen, fühle mich so, weil ich habe mich richtig scheiße gefühlt nach dem Aufwachen. Komme immer mehr in meine Energie, ich gehe nach oben. Sehe Natalie im Bett liegen. Und ich weiß, heute ist ein sehr wichtiger Workshop-Tag und in mir so, oh Scheiße. Natalie, du musst doch jetzt eigentlich was Gutes für mich tun. Und ich will immer so, wollte ich so ganz leicht pushen, da wär's jetzt so ein bisschen mit Tanzen, ein bisschen Sport. Und ich so, okay, ich lasse jetzt mal los, gehe jetzt mal selber Sport machen. Merke, dann kommt sie runter, sitzt auch nur am Handy und ich mache dann die ganze Zeit meinen Sport und sag dann nochmal so extra so, Natalie, ich gehe jetzt hoch und meditiere. Aber ich, in welchem Ton? Ich jetzt hoch und meditiere. Du solltest das auch tun. Und ich habe das richtig gemerkt und bin dann hochgegangen und habe all das aufgeschrieben, habe Shadowwork gemacht und bin danach in die Vergebung mir gegenüber und Natalie gegenüber und habe diesen Druck da rausgelassen und danach konnte die Energie wieder komplett frei fließen. Also ich habe danach überhaupt keinen Druck mehr gemerkt und Natalie konnte sich, glaube ich, auch dann viel leichter fallen lassen in das, was dir gerade gut tut. Ich habe die ganze Zeit das gemacht, was mir gut tut. Oder so. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, wie häufig wir einfach selber nur die Energie in uns shiften dürfen, befreien dürfen, loslassen dürfen. Und im Außen, im Zwischenmenschlichen, kann sich dadurch so extrem viel verändern. Gar nicht indem der andere etwas tut, sondern einfach indem wir selber diesen Widerstand in uns loslassen. Weil es ja auf meiner oder auf deiner... So schwer die Kamera. Weil das ganze Jahr dann auf meiner bzw. auf deiner Lebensbühne passiert. Und es geht gar nicht so sehr darum, die Welt zu verändern, sondern deine Welt zu verändern. Das ist das Schöne daran. Darum machen wir, was wir machen. Einen schaffe ich noch.
Ein Klimmzug. Yeah! Oh mein Gott, oh Gott. Oh, das tut so gut. Oh, immer mal wieder so auszuhängen. Oh, ich habe so Muskelkater. Marius hat ein paar Tage, 2 Tagen oder so, ein Workout mit mir gemacht. Oberkörper. Seitdem, es tut alles weh. Ich hab höllische Schmerzen. Na, Marius tut nämlich immer so lieb und nett, aber dabei ist er ein General. Ich habe meinen persönlichen Fitnesstrainer immer an meiner Seite. Aber ich bringe dich auf jeden Fall immer zum Laufen. Ja, dankeschön. Guck, komm direkt. Ich bin gerade dabei, die Landingpage zu bauen für die Sold Out Content Challenge, die ja schon vor 1,5 Wochen ungefähr stattgefunden hat. Und es ist so schön, weil, also, ihr müsst wissen, Marius und ich sind ja jetzt schon seit knapp 2 Jahren immer wieder in unserem Van unterwegs und auf Reisen. Und das ist etwas, was wir beide so sehr lieben, eben auch ortsunabhängig arbeiten zu können. Und früher war es immer so, dass wir dann verschiedene Programme immer wieder neu gelauncht haben. Und jeder Launch braucht immer relativ viel Aufmerksamkeit und auch Zeit und viele Sachen, die im Hintergrund gemacht werden müssen, was man einfach gar nicht so sieht. Und es ist quasi so, dass wir dann jeden Monat irgendwie ein neues Programm hatten. Und das war eine sehr, sehr coole Zeit, wo wir auch viel gelernt haben. Aber am Ende war es halt eben irgendwie manchmal ganz schön anstrengend. Und wir haben uns dann die letzten Monate ganz, ganz intensiv hingesetzt und wirklich überlegt, was ist die Veränderung, die wir uns für die Welt wünschen? Was wollen wir wirklich, auch wie wollen wir leben? Und da ist am Ende halt eben dann dieser Flow entstanden, wo wir die Sold Out Content Challenge zum Beispiel kreiert haben, worauf wir jetzt auch Werbeanzeigen schalten, damit noch viel mehr Menschen eben aus dieser Fülle heraus, aus diesem Flow heraus, aus diesem, auch aus einer Freiheit heraus, ohne Druck und ohne Stress ihren Content kreieren und damit noch viel, viel mehr Menschen in ihre 1:1 Begleitung holen. Und für die Menschen, die dann halt eben auch lernen wollen, wie es geht, noch tiefer einzusteigen in dieses ganze Thema Content Creation, gibt es dann Holistic Content Mastery quasi als nächstes Programm. Und wir haben dafür dann auch eine E-Mail-Sequenz vorbereitet. Also, dass wirklich unser Business letzten Endes voll automatisiert ist und die ganzen Programme, die damit auch im Hintergrund laufen. Und das war a shit ton of work. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Also das war ganz, ganz, ganz viel Arbeit jetzt in den letzten Wochen. Aber ich glaube, dass es sich richtig krass auch einfach lohnt, diesen Weg eben einmal auch aufzubereiten für deine Kunden, für unsere Kunden eben, dass wir nicht mehr permanent was launchen müssen, sondern einfach ein Programm, wo ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Zeit drin ist, wo all das Wissen eben zum Thema Content Creation, wie du Kunden über Social Media gewinnst, drin ist. Und das ist halt eben HCM, Holistic Content Mastery. Und das ist halt ein Programm, wo du auch jederzeit einfach teilnehmen kannst, weil es immer offen ist, weil wir auch immer Live-Sessions hier machen. Und es ist einfach, es ist wie so ein Masterpiece, was da gerade einfach entstanden ist. Und ich bin so dankbar dafür. Und all das Wissen, was ich halt früher in mehreren kleineren Programmen unterrichtet habe, fließt halt jetzt on point eben alles in HCM rein. Also das Thema Design, also wie du wirklich tolle Designs entwickelst, aber auch die Sprache dahinter, dass deine Beiträge bis zum Schluss gelesen werden. Das ganze Wissen von Marius auch zum Thema Video Creation und wie du tolle Reels designen kannst. Und das sind so viele wundervolle Sachen drin, auch zum Thema eben Verkaufen und auch Inner Work, Mindset Arbeit, Blockaden zum Thema Verkaufen zu lösen, dass du wirklich voller Sicherheit mit deinem Angebot rausgehst. Und es ist so was Schönes, was da einfach entstanden ist. Und für uns war eben diese Vision dahinter, dass wir ein Programm haben, was auch preislich einfach in einem Rahmen liegt, wo ich sage, das ist erschwinglich, das können sich unsere Soulmates leisten, sodass wir aber auch
die Zeit haben, noch viel mehr auf Reisen zu sein, unser Leben noch freier zu gestalten und zu genießen, weil wir eben nicht permanent ein Programm nach dem nächsten launchen, sondern es ein Programm gibt, auf das 100% Fokus die ganze Zeit ist, was dauerhaft geöffnet ist, wo du jederzeit einsteigen kannst, wo es kein Druck und nur bis heute, sondern es ist einfach immer da und du kannst auch mehrfach daran teilnehmen und immer wieder. Und das ist so schön, weil wir können nie auslernen, gerade wenn es um das Thema Content Creation geht. Das ist eine never ending journey, auch der Optimierung, des Besserwerdens, des Ansprechens deiner Kunden auf deine einzigartige Weise. Das ist etwas, es fasziniert mich einfach so sehr und ich bin so happy, dass wir dieses Baby jetzt ins Leben gerufen haben und ja, auch diese Journey im Hintergrund jetzt für dich kreieren.